Kowalski. Hallo, Dzień dobry, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu diesem neuen Format, den Gameski Breaking News. Lasst uns direkt beginnen. Sonys Online-Dienst PlayStation Plus wird ab dem 31. August teurer. Das und die neuen Preise sind der offiziellen Website von Sony zu entnehmen. Der jährliche Preis erhöht sich nun von 49,99 auf 59,99. Ein Anstieg um satte 20% und damit 10 Euro mehr im Jahr. Der vierteljährliche Preis steigt von 19,99 auf 24,99. Das ist ein Preisanstieg von sogar 25% und damit 20 Euro im Jahr, das unrentabelste der Zahlungsmodelle. Zu guter Letzt steigt der monatliche Preis von 6,99 auf 7,99, das ist ein Anstieg von 14% und 12 Euro im Jahr. Der jährliche Kauf bleibt am rentabelsten, aber auch die monatliche Zahlung ist nur geringfügig gestiegen. Trotzdem, Sony, dafür möchten wir aber auch richtig schöne Spiele in den PS Plus Gratis Games sehen. Und wer PlayStation Plus bereits hat, beziehungsweise das Microsoft Pendant Xbox Live Gold, dazu auch noch Final Fantasy 15 und sich dann auch noch den Season Pass geholt hat, der kann sich nun auf eine Closed Beta eines Mehrspielermodus für Final Fantasy 15 freuen. Diese findet nämlich jetzt bald zwischen dem 3. und dem 8. August statt. Grob zusammengefasst, der Inhalt ist, dass man in einer Spielergruppe von bis zu 3 Spielern Quest absolviert. Dabei spielt man nicht die bereits bekannten Charaktere Noctis, Ignis, Gladio und Prompto, sondern man kann selbst einen Avatar erstellen. Bis zu 8 Charaktere können erstellt und gespeichert werden. Als Waffen dienen Katana, Streitkolben, Dolche und Wurfsterne. Mit dem sogenannten Königssegen kann man seine Statuswerte aufbessern und so weiter und so weiter. Ich werde voraussichtlich zu den Glücklichen gehören, die es ausprobieren dürfen, und ihr dürft euch auf einen ausführlichen Test hier auf meinem Kanal freuen. Zuletzt eine kleine Info meinerseits, das war nämlich das neue Format Gameski Breaking News. Das wird unregelmäßig erscheinen, je nachdem eben, wie die Meldungen so reinkommen. Das haben sich ja einige von euch gewünscht, statt den zusammenfassenden wöchentlichen News. Das passt mir mit meinem neuen Job auch ganz gut, denn auch da weiß ich nicht genau, wann ich arbeiten muss, deswegen passen die Breaking News super in das neue Kanalkonzept. Trotz allem möchte ich versuchen, wöchentliche Formate einzuführen. Wie gut das dann letztendlich klappt, das werde ich dann sehen, wie ich mit allem zurechtkomme. Aber ich hoffe, ihr habt soweit Geduld und freut euch erstmal über die Breaking News. Vielen lieben Dank fürs Zusehen an alle. Unterstützende Links wie immer in der Videobeschreibung, würde mich freuen, wenn ihr vor allem den Amazon Raffling oder Patreon nutzt. Also an dieser Stelle, Dovid Sänger heißt auf Wiedersehen und ciao, liebe Leute.